Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich ein neues Video für euch. Oh. Und zwar war ich gerade meinem Mann einkaufen. Oh, meine Haare, die stehen aber hier tausendfach zu Bergen. Ich habe hier mein Haar. Scrunchy ist ja, Altrosa von Rossmann. Ich habe auch schon meine Schlafsachen angezogen. Und meine Lieblingskuscheljacke. Ich liebe die im Moment, also total. Da ist ja die graue hier mit diesem Miau da oben, mit den Öhrchen. Die habe ich mir ja mal bei Woolworth gekauft gehabt. Genau. Ich habe hier meine Kette an mit Daisy und mit Bambi und meine Marie-Schlafhose vom Primark, die ich euch gezeigt hatte. Dann habe ich meine Mickey Maus, die dicken Strümpfe vom Kick an und meine neuen Schlappen vom Action, die ich euch gezeigt habe. Genau. Und ich habe mir gerade eben im Rossmann, oh, meine Hand stehen immer noch, ey. Gerade eben im Rossmann, wo ich war, da habe ich mir neue Ohrringe geholt von Mickey Mouse. Das waren einmal diese hier. Genau, die habe ich schon an. Und diese hier waren dabei gewesen. Also dieselben nochmal hier. Aber, hoppala, aber in Schwarz. Genau. Und die waren da dabei gewesen. Und diese hier. Und ich habe die direkt schon mal angezogen. Ich finde die mega schön. Ich habe die hier in etwas größer. Und ich finde die echt schön, die Ohrringe. Die und die kleinen schwarzen hier. Genau. So. Machen wir weiter. Moment. Da oben könnt ihr vielleicht sehen, da hat mein Mann das LED-Band festgemacht. Ich mache mal gerade das große Licht aus. Da hat mein Mann das LED-Band festgemacht. Und das geht auch noch ganz hier oben rüber über die Küchenschränke. Ich schwenke mal kurz so rüber. Seht ihr das? Und über die Küchenschränke da oben geht das. Die haben dann noch mehrere Funktionen mit Blinken und dann so rundlaufen und so. Und ich finde das echt schön. Genauso wie die hier. Die ist ja auch genauso. Und genau die haben wir zweimal im Nettomarkt gekauft gehabt. Und die haben wir auch einmal draußen bei uns an einem Carport rumgeschlängelt. Da habe ich euch ja eine Shorts von gemacht gehabt. Moment, jetzt mache ich mal wieder Licht an. Tudum. Ach so. Da ist ja auch die Gardine. Da habe ich aber jetzt die Lichterkette ausgelassen. Genauso wie die Schneeflocken habe ich auch ausgelassen jetzt. Aber davon habe ich euch ja eine Short gemacht von der Gardine. So. Muss ich mal gerade gucken. Muss ich mal gerade alles hier nach draußen legen. So, das hier war Rossmann. Ich habe nämlich alles einfach nur in meine Handtasche hier gepackt. Die ist so praktisch. Hoppala, so praktisch. Also die neue Tasche meine ich jetzt vom vom Action, die kuschelige, die ich mir geholt hatte. Ist alles jetzt so ein bisschen kreuz und quer. Genau. Und das und das. Und das war noch da. Oh, hier ist schon was abgefallen von meinem Schlüsselbund. Ja, ich hatte keine andere Tasche dabei. Sorry, dass ich jetzt gerade hier in meiner Tasche rumkrame. Wirklich, sorry, sorry, sorry. Also Portemonnaie, wie gesagt, vom Temu mit Ariel ist einmalig und super stabil. So. Kennt ihr das? Umso größer die Tasche ist, umso mehr nimmt man mit. Kennt ihr das?
So, Lille. Ich glaube, jetzt habe ich hier erstmal soweit alles, was ich da so gekauft hatte. So, jetzt zeige ich euch mal gerade die paar Teile hier, die ich im Rossmann noch geholt hatte. Also Rossmann waren die Ohrringe, da habe ich auch die 10% App genutzt. Das hier war Teddy und das hier war Rossmann. Genau. Also Rossmann wären es insgesamt normalerweise 12,12 Euro gewesen. Weil ich aber die 10% App genutzt habe, habe ich 1,21 Euro gespart. Also waren es 10,91 Euro. Da habe ich mir zweimal mein Rotbäckchen Immunstark geholt. Genau. Dann, ja, wie gesagt, die Ohrringe, gell? Die habe ich euch schon gezeigt. Dann hier von Forte Beauty habe ich für 2,79 mir diese zwei kleinen Haarklemmerchen geholt. Ich habe die auch in groß, aber ich wollte die mal so in klein haben, weil... Ah, ne, die sind noch fest, die muss ich erst abschneiden. Dann kann ich nämlich auch mal diese Haare hier so schön zur Seite auch mal stecken. Genau, deswegen kamen einmal die mit. Und dann habe ich mir von Forte Beauty, ich habe zwar jede Menge Pinzetten, aber die hier ist edelstahlrostfrei. Schräge Griffflächen. Kombi Pinzette von Forte Beauty. Die ist in Roségold. Oh mein Gott, guck mal, wie schön die aussieht. Und die hat hier vorne das hier wirklich schön schräg. Ja, und wenn man mal, wie gesagt, einen Splitter in den Finger hat oder man sich irgendwie mal Haut wegmachen muss oder so. Oder für die Augenbrauen, ne? Also Augenbrauen zupfen tue ich jetzt nicht, aber trotzdem. Pinzette braucht man für alles Mögliche, auch mal für so Kleinteile. Da habe ich mir die mal mitgenommen, weil die hat hier vorne echt so schön die Kante. Und das haben meine eben nicht. Und die war so ein Roségold und die hat mich angesprochen. Deswegen kam die mit. Ich habe da auch noch Toilettenpapier geholt. Das zeige ich euch gleich. Dann haben sie von Catrice die neue LE. Erstens mal Packaging. Wunderschön, wunderschön. Oh mein Gott, so im Glitzer. Da habe ich mir hier einmal geholt. Oh mein Gott, kann man das so lesen? Nee, kann ich so jetzt nicht lesen. 3,2 Gramm. Ah, hier steht es auch nochmal. C02 A Night to Rambear. Okay, Moment. Oh, meine Güte, geh doch auf. Aber guckt euch mal den Lippenstift an. Der ist crazy. Der ist so crazy. Der ist richtig geil. Der ist in so einem dunklen Lila. Aber der Glitzer. Guckt mal, wie geil der aussieht. Ich muss den mitnehmen. Und der riecht gut. Ich musste ihn mitnehmen. Vor allen Dingen auch das Packaging, gell? Oh mein Gott. Packaging. Und dann habe ich mir noch den anderen mitgenommen, aber in Blau. C01 Kiss Me at Might neigt. Und boah, was soll ich sagen? Der ist richtig knalleblau. Der ist geil. Den werde ich definitiv Silvester tragen. Silvester kommt der auf die Lippen. Das wird so crazy. Wird so richtig geil. Der kommt Silvester auf die Lippen. Aber der riecht auch gut. Mega, 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 mega. Ja, und ja, vor allen Dingen Packaging, gell? Und den hier, den lilanen, den mache ich Weihnachten. Boah, krass, geil. Ich freue mich. Die mussten auf jeden Fall mit. Die Palette und die Nagelfolien und Nagellack, glaube ich. Nee, Nagellack, nee, da gab es nur die Nagelfolien, die Lippenstifte, die Palette. Und so Stickers, das hat mich jetzt so nicht interessiert, sondern nur die zwei Lippenstifte. Die, da kostet einer, ich meine 4 Euro noch was. Aber ich habe mir die jetzt beide mitgenommen wegen den 10%. Deswegen,
Genau, das war Rossmann. Und dann habe ich im Rossmann noch die beiden Teile geholt. Und zwar dieses Toilettenpapier von Alouette. Dieses dreilagig, 8 Rollen, 180 Blatt. Limitierte Edition. Du bringst mich zum Strahlen. Wie auch mein feuchtes Toilettenpapier. Ist auch hier so schön bedruckt, ne? Und oh, mit schönem winterlichen Duft. Riecht gut. Toilettenpapier kam mit. Und ein neues Shampoo habe ich mir mitgenommen für 1,99. Ist neu. Isana liebt die Erde. 2 in 1 Volumen Shampoo und Spülung in einem. Also beides in einem. Veilchenextrakt und Bio-Bambus-Extrakt. 90% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs inklusive Wasser. Für feines und kraftloses Haar und ist vegan. Ohne Silikone und Sulfate. Jo, ne? 400 Milliliter. Vegan hergestellt in der EU. Ist neu. Ich habe auch dran gerochen. Ich finde auch schön, dass die hier schön rosa ist, ne? Boah, und das riecht so geil. Mega frisch. Boah, einfach nur geil. Boah, ich freue mich, diese auszuprobieren. Ich wasche meine Haare erst am Wochenende wieder. Genau, am Wochenende wasche ich meine Haare wieder und dann werde ich das hier sofort ausprobieren und testen. Das riecht so geil. Kostet 1,99. Boah, der Duft ist mega. Der Duft ist mijo. So, dann zeige ich euch jetzt gerade vom Lidl. Im Lidl kam ein 6er Sprudel Medium mit. Dann habe ich mir für 1,99, also Sprudel kostet eine Flasche, ich meine 27 Cent irgendwie sowas, und dann 25 Cent Pfand, also insgesamt waren es 3 Euro noch was. Für 1,99 habe ich mir einmal Chio Chips mitgenommen. Ich habe sie mir letztes Wochenende im Rewe geholt. Jetzt habe ich sie mir im Lidl geholt. Und die schmecken so unwahrscheinlich gut und richtig geil. Ich hatte schon lange kein Chio mehr. Deswegen habe ich mir mal die mitgenommen. Dann kam für 99 Cent Toastbrot mit. Dann für morgen Mittag, da macht mein Mann frischen Kartoffelbrei aus Kartoffeln gestampft. Und wir machen frische grobe Bratwurst. War für 2 Euro ein paar zerquetschte jetzt gewesen. Machen wir das noch mit dabei. Und einen gemischten Salat. Schluss, Ende aus. So, dann kam hier eine Cola mit. 1,5 Liter, ne, kostet 59 Cent und Pfand. Dann kam für 1,59 € von Melbona zum Streichen und Kochen 60% weniger Fett. Creme leicht. Ja, diese Creme hier, ne, für Brot. Dann kamen 3 Bananen mit. Bananen waren für 50 Cent. Ne? Genau. Dann habe ich für, ich meine, war das 91? Ne, 89 Cent. Ja. 89 Cent habe ich noch mal dreimal diese Mini-Romana-Salate mitgeholt für meine Jungs. Dann kam für 99 Cent 2 Kilo Möhren mit. 99 Cent. Möhren, die sind für meine Jungs. Wir essen Möhren. Meine Hunde kriegen Möhren. Meine Snowy kriegt Möhren. Auch der Salat ist für meine Jungs.
Und wir essen auch davon, gell? So, dann für 84 Cent war Dolano Delicatesse Liona im Angebot in der Lidl Plus App. Dann für 1 Euro. Ein Euro Parzakwetsch, ich weiß gerade nicht genau. Dulano Delicatesse Servelatwurst 200 Gramm. Habe ich zweimal mitgenommen. Dann haben wir hier einmal mitgenommen, ich meine, war für 89 Cent. Von Dulano Jagdwurst mit Knoblauch 200 Gramm. Mal gucken, wie so schmeckt. Dann habe ich für 99 Cent jeweils dieses Pfundschnitten-Roggenmischbrot mitgenommen, 500 Gramm, zweimal. Dann habe ich für 1,69 oder was, 1,79, ich weiß nicht, Orangensaft mitgenommen. Ich mag diese Trinkpäckchen. Von den anderen habe ich noch, die ich geschenkt bekommen hatte. Das war ja Apfelkirschen, das schmeckt richtig gut. Aber ich brauche mal wieder meine Orangensaft hier. Dann kam zum Vorrat nochmal 1 Liter Milch mit für 95 Cent. Dann haben wir die erste Action-Tüte leer. Wir haben auch Pfand abgegeben noch. Dann haben wir einmal diese Schokolollis hier geholt. Dann war für 69 Cent kamen 3 Gurken mit. Die sind für uns, für meine Jungs, ne? Dann haben wir uns für 59 Cent, ich und mein Mann, uns von Milbona Gardioso Schokolade, so ein Pudding mitgenommen. Da sind 190 Gramm drin. Genau. So, für meine Männer kamen diese Big Hits Schoko-Erdnüsse mit. Mein Mann hat sich auch Zigaretten geholt. Und mein Mann hat auch einen Energy-Drink getrunken. Genau. Den kann ich euch aber nicht zeigen, weil den hat er schon getrunken. Dann kamen für 1,55 € Clementinen mit. Esse ich nachher 2 Stück. Ich liebe die. Dann hier noch meine Coke. Und wir haben hier einmal Paprika Spitzrot mitgeholt. Die waren für 1,55 €. So, dann haben wir auch die zweite Action-Tüte leer. So, und jetzt weiß ich nicht, soll ich euch den Teddy mit hier reinmachen? Dann haben wir Teddy Rossmann Lidl zusammen. Ja, ne, würde ich sagen. Hauen wir alles direkt in ein Video. Im Lidl habe ich 38,10 € ausgegeben und 15 Cent gespart. Immerhin, ne? Kleinvieh macht auch Mist. So sehr spottert. Ja, Teddy. Kommen wir zu Teddy. Da hat mein Mann sich nochmal Energy geholt. War runtergesetzt auf 55 Cent. Ne? Da ist auch Pfand drauf. Dann hat mein Mann sich hier so ein Highspeed HDMI-Kabel mit Ethernet 2 Meter. War von 4,55 € auf 4 € reduziert. Braucht er für unseren PC. Genau. Dann habe ich mir für 6 € habe ich mir mal so ein Haarteil mit Clip mitgenommen. 50 cm. Ich wollte unbedingt mal, ist meine Haarfarbe, da ist hinten so eine Haarspange dran. Da macht man dann, mache ich dann meine Haare hier so nach oben oder komplett weg und die Haare dann einfach dran oder so, ne? Dann hat man dann hier so mal verlängertes Haar. Wollte ich unbedingt mal ausprobieren, hat mich super gereizt, deswegen habe
habe ich mir das mal mitgenommen. Dann habe ich mir, also für uns hier, für uns, ne, für einen Euro diese Korrekturroller mitgenommen, weil unsere sind jetzt leer gegangen. Deswegen kamen zweimal diese Korrekturroller hier mit. 2 x 5 Meter. 5 mm. Ja, weil meins ist leer gegangen. Da habe ich jetzt die Tage was geschrieben und musste dann hier Rollern, Markern, ne, radieren hier. Und ja, deswegen kamen die mit. Die habe ich jetzt dringend gebraucht. Dann habe ich mir für 2,55 in Roségold ein Feuerzeug mitgenommen. Kann man auch aufladen. Seht ihr? Moment. Moment, nee, andersrum. Jetzt hätte ich mich beinahe hier selber verbrannt. Da kann man es aufladen. Und dann drückt man das nach oben. Tada! Weil ich verbrenne mir jedes Mal meine Finger, um meine Kerzen anzumachen. Und jetzt dachte ich mir, nimmst du dir mal so ein Stabfeuerzeug mit, das ist ein Roségold. Schon nice. Kann man auffüllen, freue ich mich drauf. Mach ich mal meine Kerzen an. So, dann habe ich mir mitgenommen für 2 Euro eine Porsche. Die hat mir so gut gefallen, weil die kann ich nämlich auch an meine schicke Jacke festmachen. Guck mal, wie schön die aussieht. Oh mein Gott. Die ist richtig, richtig schön. Mit diesen Perlen und mit diesen Diamantsteinen. Die hat mir richtig gut gefallen, deswegen kam die mit. Dann habe ich mir für 2,55 Typ C ein Ladekabel mitgenommen. LED, Daten und Ladekabel. USB Typ A auf USB Typ C. Ist auch in Rosé. In Rosa und Roségold und in Weiß. Ja, ein neues Ladekabel, weil meine zwei Ladekabel, ich habe hier ein langes im Wohnzimmer und ein langes im Schlafzimmer. Das im Schlafzimmer ist tipptopp. Da im Wohnzimmer macht manchmal so Mucken, das geht auch lang, glaube ich, langsam kaputt. Deswegen, wir haben jetzt, habe ich die Tage mit meinem Mann am Montagabend. Nee, am Sonntagabend. Genau, erster Adventabend. Da habe ich mit meinem Mann am PC gesessen und haben meine ganzen Daten und alles von meinem Handy auf unsere externe Festplatte rüberziehen wollen. Und das ging einfach nicht wegen diesem doofen Kabel. Und jetzt hier, ne, hoffe ich, es funktioniert einfacher. Weil zwischendurch muss ich auch mal mein Handy leer machen. Sonst kann ich nicht filmen. Das hatte ich jetzt die letzten Tage ja gehabt, wo ich dann, ich meine, den Teddy-Hall abgedreht hatte. Ja, ich glaube ja. Da war mein Speicher voll. So, dann habe ich mir jetzt zweimal, jeweils für einen Euro, habe ich mir einen Druckbleistift gekauft. Mit 0,5 mm HB. Und zwar einmal in so einem grünen Mint. Aber guck mal, dieses Diamantsteinchen, richtig schön. Und einmal in rosa, guck mal, oh, diese Steinchen. Druckbleistifte brauche ich sowieso, deswegen kamen die beiden mit. Genau. Dann habe ich mir für einen Euro noch mal diese Perlen hier mitgenommen, 20 Gramm, das sind diese Herzen, genau. Ich suche immer noch diese grünen, aber ich finde keine dunkelgrünen Perlen. Muss ich erst mal bei Temu, glaube ich, gucken. Dann habe ich mir noch mal für einen Euro diese Magnete mitgenommen. Die brauche ich nämlich noch. Ich habe schon so ein paar, aber ich brauche jetzt diese hier auch noch. Dann habe ich mir für 2 Euro dieses Schmuckzubehörset mitgenommen. 94 mal 3 mm, 3 Meter, ist mit Band und allem drum dran, ist aber auch in Roségold. Da habe ich schon drauf geachtet, ist in Roségold. Genau. Mein Mann hat sich nochmal hier für 1,55 dieses Isolierband-Set geholt. Braucht man ja immer mal. Genau, heute kam von Amazon diese kleine Schraube für meinen Roller. Den wird mein Mann morgen zusammenbauen. Und dann will ich hoffen, dass mein Roller wieder läuft. Genau.
und den anderen Roller, den wir geschenkt bekommen haben von meinem Mann, seinem Opa, bringen die uns jetzt im Dezember runter. Und dann haben wir zwei Roller. So, dann habe ich mir für 1,55 € habe ich mir einen Magnetblock geholt. Da sind 100 Blätter drin, 10 mal 23 cm und hat eine Grammatur 80 Gramm vom Papier. Hier hinten dran ist das Magnet. Ihr könnt es auch an den Kühlschrank machen. Das ist jetzt mein Vorhaben, weil es ist nämlich ein To-Do-Planer. Aber guckt mal mit K-Cups. Oh mein Gott. Made with love. Made with love. Ja, To-Do. Und da werde ich dann jetzt unsere ganzen To-Dos, die wir über den ganzen Tag erledigen müssen, dahin machen. Und dann kann man das abkreuzen. Genau. Fand ich super schön. Auch mit dem, oh, guck mal, mit dem Cupcake. Ich liebe das. Hier oben auch mit Kuchen und Macaron. Oh, geil. Geil, geil. Werde ich auf jeden Fall heute Abend schon mal unsere ganzen To-Dos für morgen hinschreiben und an den Kühlschrank pappen. Und dann können wir nämlich am Tag immer wieder mal oder wie nachdem da drauf gucken und gucken, was alles zu erledigen ist. Jo. Dann kommt jetzt was, hatte ich in meiner Kindheit sehr oft, hat 1 € gekostet, ein Liked-Up-Jojo. Ich habe mir mal ein Jojo gekauft, der ist sogar mit Licht. Und in rosa, was auch sonst. Aber Jojo hatte ich als Kind oft. Und das hier ist mit Licht. Und das werde ich gucken, nachher mal ausprobieren. Ich hatte schon lange kein Jojo mehr. Und ich wollte einfach mal wieder ein Jojo haben. Deswegen, der hat auch nur 1 € gekostet. Der ist auch mit Licht, wie gesagt. Ist vor allen Dingen für abends geil. Ne? Wenn man das im Dunkeln macht oder so. Probiere ich aus. Dann habe ich mir für 1,55 Haargummis geholt. Sind zwei Stück, aber altrosa und rosa. Ich liebe die Farbe einfach. Ist einfach meins. Roségold, rosa, lila, Flieder, Mint, weiß, Kuschel, Kuschel. Ja, einmal so und einmal in so. Und ich liebe diese Haargummis. Und deswegen kannten nochmal zwei von denen mit. Dann habe ich mir für 1 € Kugelschreiber mitgenommen. Sind zwei Stück, auch mit Kappe. Aber da oben ist einfach mal ein Donut dran. Und Kugelschreiber brauche ich auch jede Menge, um zu schreiben. Und deswegen kannten mit den Donuts diese zwei Kugelschreiber mit. Dann habe ich mir zweimal die mitgenommen. Ich habe das schon einmal in Gold. Das habe ich in einer meiner Junk Journals, die ich jetzt so jeden Tag benutze, weil ich da alles reinschreibe an Notizen, an meinen Gedanken. Wenn ich irgendwie was auf dem Herzen habe, es aber keinem sagen möchte, dann schreibe ich das alles so in meine Bücher rein. Und da habe ich schon eins drin. Und zwar sind das diese Lesezeichen. Aber als Feder. Da habe ich ein goldenes drin. Und jetzt habe ich gesehen, haben sie die wieder in Roségold. Und dann habe ich mir zwei Stück mitgenommen in Roségold. Da kommt jetzt eins. Da mache ich hier oben ist ein Loch. Da mache ich so ein Bimselbamsel, so ein Band dran. Und dann kommt eins in meinen neuen Kalender für 2024. Und das hier gucke ich dann mal, wo ich das hinmache. Deswegen kamen zweimal die mit. Dann habe ich da in der Wühlkiste mal geschaut, war von 1 € auf 55 Cent reduziert. Und zwar sind das Sticker, 9 Stück. Die haben mir auch gut gefallen. Mit den Rosen und mit Kakteen. Und ach, das ist doch richtig schön. Hier ist so ein Schirm. Hat mir gut gefallen, deswegen kam das auch mit 55 Cent. Dann habe ich das mitgenommen für 2 €. Ein Bastelwerkzeug, sind zwei Stück drin, Crave Tools. Und zwar ist das hier oben mit Silikon und hier unten kann man ist so mit einer zwei verschiedene Kugeln, kann man dann auch, wie heißt das jetzt? Ah, wenn ihr bastelt und müsst komme ich auf das doofe Wort nicht. Ja, ihr wisst schon.
Genau, kamen die beiden mit. Für 2 €, das geht. Oben Silikon, unten die zwei Kugeln. Genau. Und dann habe ich mir zu guter Letzt, ja, Kabel habe ich euch gezeigt, habe ich mir für 2 € ein Diamond Painting Anhänger geholt. Und zwar mit einem Cupcake. Richtig nice. Den machen wir mal auf. Zeige ich euch mal. Okay. Also hier habt ihr jetzt ein ganz normales Standard-Toolkit drin. Und da ist dann auch das Band und alles mit drin zum Aufhängen. Hier haben wir, oh schön, Plinky-Plinky-Steine. Krass. Ja, einmal die Steinchen. Und hier haben wir den süßen kleinen Cupcake. Und dann macht das Band oben dran. Und dann, wenn die schönen, oh, juwelige Steine da dran sind, das sieht richtig schön aus. Cool. Den werde ich mir aber an einem Bimselbamsel, an einem meiner, an einer meiner Bücher, die habe ich ja selber, wie gesagt, gemacht, habe ich euch ja gezeigt. Da werde ich die dran machen. Das sind so meine Bücher. Da schreibe ich auch meine ganzen Sachen rein. Wie gesagt, wenn ich irgendwas auf dem Herzen habe oder wie gesagt, meine Gedanken und alles. Und ja, ist so Art wie ein Tagebuch, wo man alles dann reinschreiben kann. Genau, und das kam dann noch mit. Und ausgegeben habe ich 38,10. Genau. Und ja, jetzt werde ich mal alles verräumen. Und sobald ich das gepaintet habe, werde ich davon eine Shorts machen. Zeige ich euch. Ich werde aber auch eine Shorts machen vom Jojo und werde euch das mal zeigen. Genau. So, dann würde ich sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch keins meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao!